Ja, hallo meine kleinen grünen Freunde und damit geht's auch schon wieder weiter. Ja, wir haben uns alle drauf gefreut. Ne? Ja, jetzt soll's ja richtig wieder losgehen mit dem kleinen Baumhaus. Der Umbau kommt ja da oben vom Dach her. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Dach, so wie ich mir das vom Schema her gedacht habe. Wir bleiben beim Dach, so wie ich es mir gedacht habe. Es hört sich irgendwie doof an. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zum Glück, muss ich sagen. Genau. Das heißt, ich brauche definitiv noch ein paar Stufen und Treppen. So, 2, 3. Genau. Oh, das reicht definitiv noch nicht, das weiß ich. Das heißt, dann setze ich auch noch ein paar ran. Na, dann kommen wir also schon eher. Und hiervon halt auch noch ein bisschen. Ja, doch, das passt definitiv. Reicht denn das Holz dann? Das ist wieder was anderes. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube schon, das sollte reichen. So. Ich muss echt gucken, wie ich das... Ich habe natürlich keine Erde dabei. Ist natürlich logisch. Und mit der Axt oder mit der Kriegsaxt macht sich das auch nicht so super. So, das ganze Holz. Ach, das ist alles ätzend. Aufwendig hier. Was ein Aufwand. Und wofür? Für nichts und wieder nichts. Dafür, dass ich alles danach wieder abreißen darf. So ist das. Ah ja, so wird es einem gedankt. Schlimm. Alles mal hier rausnehmen. Dann am besten gleich erstmal das, damit wir es ersetzen können. Genau. Passt das dann? Ja, doch, das passt. Ja, doch, das ist richtig so. Ich muss mich mal echt überlegen hier nochmal kurz. Dadurch, dass ich mit diesem Dachbauprinzip jetzt noch nicht mich so extrem. Ja. Weiß nicht, ich fühle mich damit noch nicht so richtig wohl. Also es sieht nicht schlecht aus, muss ich echt sagen, aber also richtig, dass ich sage so, yay, ist es irgendwie dann doch noch nicht. Also es kommt wahrscheinlich noch, schätze ich jetzt mal. Gut, dann habe ich denn, wo habe ich denn meine Treppen? Da sind meine Treppen, genau. Genau, einmal hier drauf. Ach ja, das sieht doch gut aus. Ja, schön. Jetzt brauche ich irgendwas, damit ich hier... Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch was, womit ich was anfangen kann. Nehmen wir doch einfach mal das Holz hier irgendwie so als Erdbaustoff-Dings hier. Also, ach, Gerüst, genau. Gerüst, das habe ich gerade gesucht. Ist auch echt nicht einfach, ne? Wie will man das sonst auch in diesen Höhen machen, wenn man nicht fliegen kann? Geht ja nicht anders. Und irgendwie fliegen kann halt ein Ork nicht. Das geht schlecht. Genau. Oh, es sieht doch herrlich aus. Viel besser als vorher. Ja, doch. Da habe ich noch mehr. Ach, ich habe jetzt Birkenholz genommen. Ach, ist auch egal. Wir können nehmen, was immer wir möchten. Ist auch cool, wie die einzelnen Holzsorten unterschiedlich von der Nagelung her aussehen, ne? Ja, das ist schon cool. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier vernünftig rankomme. So, das ganze Holz. Ja, egal. Das ist ja nicht weg. Wir sammeln es ja wieder ein. Schlimmer wäre es, wenn es weg wäre. Das wäre dramatischer. So. Nein, das war ein Fehler. Das hätte noch nicht gedurft. Erst so. Mist. Den. Sub. Und dann noch einmal den. So. Das sieht doch schon echt richtig geil aus. Ich bin begeistert. Gefällt mir.
Sofern wir das denn auch gleich noch sagen, wenn wir uns das aus der Ferne angeschaut haben. Wahrscheinlich denke ich dann eher so, was hast du denn da jetzt gemacht? Wo so richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht. So grob, also so richtig verhunzt habe ich eigentlich, glaube ich, noch nichts, oder? Wo ich dann rigoros extrem viel abreißen musste? Naja, ich glaube, das hat man die ganze Zeit noch nie. Zum Glück, also nicht, dass ich jetzt irgendwie so, oh ja, ich bin hier sowieso toll, deshalb hatten wir das noch nicht. Das meine ich nicht damit, sondern es geht mir einfach nur darum, dass wir da Glück hatten, dass halt es irgendwie immer gepasst hat und wir unseren eigenen Geschmack damit getroffen haben, sodass wir dann gesagt haben, so, ach ja, hey, siehste, brauchst du gar nicht machen, passt alles. Ist natürlich am schönsten, ne? Wenn man das hat, dann ist echt super. Also alles einsammeln. Was es denn hier einzusammeln gibt. Mal gucken, nicht, dass irgendwo noch was liegt, dass wir nichts verschenken. Eigentlich noch was, genau. Ha, sehr gut. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das einmal von da hinten von diesem Baum an oder von hier oben. Nee, komm, wir nehmen den Baum. Wir nehmen den Baum. Ist auch egal. So, komm, einfach mal ruf da. Wir wissen jetzt, wie es geht. Nehme ich den hinten? Nee, da komme ich nicht drauf. Nee, da komme ich nicht drauf. Oder? Ah, na sieh einer an, komm doch drauf. Kletterfreudig heute der Ork. So, das ist doch besser. Ja, richtig geil. Also, man sieht, dass da ein Baumhaus ist, aber auch wieder nicht so dolle. Und das mag ich ja, ne? So dieses, da ist was, aber es fällt nicht zu sehr auf. Praktisch wie der Tempel, ne? Hat sich total in die Umgebung eingeschmiegt und angepasst an die ganzen Gegebenheiten drumherum. Fällt überhaupt gar nicht mehr auf. Genauso mit dem Baumhaus. Ah, doch, das ist schon cool. Ach ja, das ist so gut. Bloß ich möchte ja keine Glasscheiben. Irgendwie so ein Baumhaus ist für mich so eine luftige Sache. Weiß nicht, finde ich Glas. Ja gut, man könnte natürlich irgendwie Glasscheiben, aber. Nee. Obwohl, mir fällt da gerade was ein. Ich möchte da mal was probieren, glaube ich. Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich hier Glasscheiben? Nee. Da müssten ja hier welche sein. Ich nehme, glaube ich, mal die Glasscheiben mit. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ansonsten habe ich halt Glas verschenkt, aber das ist auch egal. Wir können ja wieder Neues machen. Ist ja nicht so, dass es das letzte Glas auf diesem Planeten war. Genau, wie sieht das denn aus, wenn ich das Ganze hier so mache? Irgendwie kacke, ne? Ja, nee, das geht nicht. Natürlich jetzt schade ums Glas. Aber egal, so sieht das dann doch wesentlich besser aus, glaube ich. Gucken, genau, wo ist denn... Ach, ich hätte kein dunkles Holz mehr. Ha, Schwarzeichenholz brauche ich da. Aber ich glaube, dass wir uns dafür entschieden haben, doch einzelne Tempel zu machen, ist, denke ich mal, die bessere Alternative. Hier können wir rein theoretisch... Genau, das hier gleich so weit ausheben, damit das auch hier vom Weg her passt. Kies habe ich hier gerade nicht im Inventar, müssen wir den hier irgendwo drin haben. Genau, und davon haben wir auf jeden Fall noch genug Steine, doch, definitiv. Ja, guck dir das an, massenhaft. Brauche ich denn so viele? Ah, ich hätte sogar noch einen mehr gebraucht. Ah, egal. Dann geben wir uns selbst halt einen mehr. Alle nehmen wir jetzt nicht mit, das wäre überflüssig. Muss ich sogar wieder zurückpacken. Und hier muss doch der Kies sein. Ah ja, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier welchen. Gut. Genau, dann ist das auch offiziell angeschlossen. Dann ist das hier das Botschafterviertel. Cool wird natürlich auch wirklich dann dieser dunkle Bau von den Zwergen. Den werde ich eventuell... Mache ich den unter Tage? Schwierig. Oder ich setze ihn hier rein. Hier dahinter. Dass man hier praktisch von hier aus so einen Weg hat. Den geht man dann hier so lang.
dann hat man hier irgendwie die Botschaft von denen dann da drin. Also hier ist irgendwie so, keine Ahnung, draußen so ein paar Steingebäude, die so rausragen, aber da drin ist eigentlich dann die Botschaft an sich. Nee, das wäre zu weit weg. Nein, ich habe gerade noch was überlegt, aber ich glaube, das mache ich dann doch nicht. Was ist, nee, wenn es so weit weg ist, ist es doof. So. Warte mal, noch hier kurz, dass ich ein Feld mehr Platz habe, genau. Da würde ich sagen, machen wir das gleich mal umgesetzt. Ah, da brauche ich. Gut, Treppen brauche ich jetzt so noch nicht, wenn ich das so sehe. Ich glaube, da sollten wir aktuell noch mit auskommen. Wird wieder der Platz eng. Aber wir haben ja hier sowieso Sachen dabei, die ich eigentlich nicht unbedingt brauche. Na komm, nehmen wir das erstmal beiseite. Hauptsache, ich habe ein bisschen mehr Platz, das ist auch ganz gut. So, ach, irgendwie dieses Lied immer die ganze Zeit. Weiß auch nicht. So, das ist okay. Was wir natürlich machen können. Habe ich gerade überlegt, um halt hier ein bisschen Platz zu schaffen. Ich weiß, der Baum, aber der Baum wird ja gestützt. Dann machen wir das nämlich halt so. Dann wissen wir, okay, da ist der Baum. Und dementsprechend wird das auch hier oben laufen. Der Baum ist dann praktisch da noch drauf. Ja. Ist ein bisschen seltsam, ich weiß, aber... Nun gut, ist halt manchmal so. Manchmal sind seltsame Gebäude so, halt einfach irgendwie da. Sieht auch cool aus, ne? Dass sich die Textur da dann verändert. Das ist schon ganz lustig. So, gucken, wie will ich das machen? Ja, so. Ich glaube, das reicht dann auch von der Größe wirklich, oder? Da wollte ich doch gar nichts großartig machen, oder? Noch mehr? Nee, eigentlich größer muss das nicht werden. Weil ich gerade so überlegt habe noch, ob ich wirklich dann darüber gehe. Zu dem anderen Baum. Schwierig, oder? Ah, immer diese schwierigen Entscheidungen. Sowas mag ich ja gar nicht. Ach ja, genauso wie Baufehler. Das mag ich auch nicht. Warum kann ich jetzt... Achso, okay, deshalb konnte ich da jetzt nicht, hätte ich schon gewundert gerade. So. Dann das. Sollten wir hier wieder mit dem Podest arbeiten, glaube ich. Genau, gehen wir einfach mal hier so rüber und gucken uns das Ganze gleich an. Da war jetzt auch nur so eine kleine Stücke, die gefehlt hat praktisch, damit das abgeschlossen werden konnte. Ja, genau, diese mini kleine Ecke, die fehlte da. Das heißt, das nehmen wir ja weg. Damit es halt auch hier keine Reibereien gibt. Wenn es denn mal richtig funktionieren würde. Ah, warum? Ah, warte. Da muss ich wohl hier noch ein Stückchen näher ran und ein Feld höher, damit das dann vernünftig sitzt. Ach, so. Na, das soll doch hier... Was machst du denn? Hallo Minecraft, machst du mal, was ich möchte? Natürlich tut es das nicht, ist klar. Also, warum sollte es das auch? So, da hatten wir das. Genau, dann... Ha, siehst du doch. Geht doch alles, wenn man nur möchte. Es gibt irgendwie immer noch keine neuen Infos zu Xbox One, ne? Also mal wieder keine neuen Infos. Es gab ja vor kurzem so diese Meldung, wo es nicht so, oh ja, jetzt kommt es demnächst bald raus. Das war es dann auch schon gewesen. Außer dieser Meldung kam da wirklich nichts. Das ist echt so mega enttäuschend. Ich verstehe das auch nicht, warum man das macht.
eigentlich hieß es da ja auch so, ja, es ist kurz davor, dass wir hier den Release haben und so und jetzt dann wohl doch nicht anscheinend. Man hat irgendwie immer kurz den Release, aber ach, naja. Was willst du da noch sagen, ne? Das reicht doch überhaupt nicht, ey. Viel zu wenig. Egal. Komm, wir machen das erstmal. So, genau. Habe ich irgendwo Rallys Holz? Hier habe ich Rallys Holz. Aber auch wieder mehr, so wie es aussieht. Ja, machen wir mal drei Felder. Und dann das hier. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Hier kann man da vielleicht irgendwie so ein Bettchen hinstellen oder sowas. Also wir sehen, es ist nicht unbedingt das größte und luxuriöseste, aber es ist eines der luftigsten mit einem wunderschönen Ausblick. Wenn man weit genug gucken könnte, könnte man Loki da hinten sehen. Wir sehen die Stadtmauer von hier aus. Wir haben einen Überblick über die Stadt. Das ist auch nicht zu verachten. Ja, wenn man dann hier so steht, kann man über die Stadt ein bisschen rüberschauen. Ah, schon ganz cool. Jetzt will ich natürlich überlegen, ob ich vielleicht nicht doch noch eine Treppe da hochsetze und da oben irgendwie so einen Aussichtspunkt mache. Wäre eigentlich eine Option, oder? Überlegen, wie ich das mache. Ob ich dann einfach nur so ganz dreist hochbaue. Oder ob ich sage, ich mache das richtig so Hängebrücken. Aber Hängebrücke lohnt sich nicht. Ne, ich glaube, ich mache dann eher nur so eine normale Treppe. Ich bin ja echt noch so im Überlegen, wie wir das machen, ne? Denn ich muss ja irgendwie schräg gehen. Ich mag das nicht. So, da ist er dann auch weg. Yep. Na, ich hoffe, dass wir noch Spaß haben. Ach klar, haben wir noch Spaß. Können, ja, wenn ich von hier aus da so schräg rüber gehe, dann kann ich, gehe ich wieder drum rum, so wie wir das bisher gemacht haben, und dann oben drauf mache ich so eine Aussichtsplattform. Oder halt direkt unter dem, unter der Baumkrone. Ist nochmal ein Stück höher als jetzt. Aussicht sollte natürlich dementsprechend gut sein, wobei man auch sagen muss, durch die Sichtweite, die serverseitig eingeschränkt ist bei Netrado auf 10 maximal, wird man nicht die ganze Stadt sehen können. Das kann ich schon mal sagen. Also definitiv wird nicht die ganze Stadt sichtbar sein. Das wird nicht klappen. Ist auch nicht so dramatisch. Jetzt bin ich aber überlegen, das haben wir soweit hier. Dann müsste... Ja. Wie wir halt den Gang machen, ne, wo der hin soll. Ich glaube, den würde ich hier hin machen. Dass wir irgendwie... Warte mal. Genau so. Und dann hier brauche ich ja jetzt die. Puh, wie macht man das jetzt? Wir können natürlich, weil hier noch diese Baumkrone ist, kann man natürlich ganz großzügig sagen, okay, wir gehen hier lang. Ach Mist. Ja, ich weiß, es würde schneller gehen mit der Axt, aber ich habe jetzt keine Bock zu wechseln. Geht man hier raus. Und dann, was weiß ich, geht man halt so hier lang. Das ist auch irgendwie Mist. Wie machen wir das? Ich könnte... das passt doch. Siehst du, haben wir eine Lösung gefunden. Ein Setzling, sehr schön. Dafür haben wir viel zu wenig. Genau. Habe ich denn noch Zäune? Natürlich nicht. Warum sollte ich jetzt auch noch aktuell Zäune haben? Es wäre auch... Nein, das wäre zu viel. Das wäre definitiv zu viel erwartet. So, einmal hier schnell die ganzen Zäune, genau. So, nicht zu viel davon. Das wäre doof. Und wie viel kriegen wir raus? 16. Spüre ich, da geht wirklich noch was. 18, oder? Doch. Das geht zum Beispiel schon.
natürlich sollten wir das dann auf der anderen Seite auch machen. Nach Möglichkeit. Und die Möglichkeit scheint hier gegeben zu sein. Klar, es kann jetzt auch sein, dass das sich hier auflöst. Das muss man auch berücksichtigen. Die Möglichkeit gibt es jetzt. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert. Dass sich das jetzt alles auflöst. Bloß ich muss hier definitiv Geländer drumherum packen. Erstens, weil ich eine Fackel setzen kann. Ja, es ist jetzt nicht so wichtig, ich weiß. Und weil ich halt auch die Sicherheit dann habe für mich, dass ich nicht unbedingt sofort abstürze und mir das Genick breche. Denn ich kenne mich. Und wir alle wissen, Orks sind von Natur aus sehr trottelige kleine Lebewesen. Da kann dann schon öfters mal irgendwas Böses passieren. So. Dann geht's ja jetzt rein hier mit den Treppenstufen, ne? Wie mache ich das denn? Am besten immer, indem ich einen davon darunter setze. Genau, immer hier werde ich dann jetzt halt das da dran sitzen. Warum kann ich hier nicht drauf gehen? Ah, okay. Ja gut, dann kann das Ganze auch nicht funktionieren. Ich habe schon gewundert, so, hä, hast du jetzt irgendwas falsch gemacht? Halt, ich habe doch mal eines Bettchen dabei, weil ich möchte ungern, dass jetzt dann vielleicht hier doch irgendwo was spawnt. Genau, einfach mal schnell rein. So, ich brauche jetzt nicht irgendwie gucken, dass alle schlafen gehen, sondern ich mache das dann selber. So, genau. Das und das. Die Zäune drauf, denn ich möchte es nicht unbedingt, dass ich dann gleich wieder das selbst so umständlich machen muss wie gerade eben. Es macht sich ja dann insgesamt einfacher, wenn ich weiß, okay, da kann ich das einfach direkt ranflanschen. Genau. Und dann sind wir ja auch schon am Ziel. Ha, sehr schön. So lobe ich mir das doch. So und so und jetzt kann, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt kann ich die Zäune setzen. So und den einen noch, genau. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Gut, man kann natürlich immer noch runterfallen, ja, aber das liegt dann nicht mehr bei mir. Wenn da noch einer runterfällt, dann sollte er sowieso runterfallen und da hätte auch alles andere nichts gebracht. Genau, haben wir hier einen schönen Aufgang, kann man hier schön hochgehen. Das kann man weitermachen. So weit wie mein Material es zulässt natürlich, ne? So. Komme ich denn hier irgendwie? Alter, kann man. Ist zu viel im Weg hier. Oh, achso, ich dachte gerade schon, der Mond geht auf. Aber es ist die Sonne, die da hinten mir entgegenlächelt. Genau, und dann. Wann hören wir denn am besten auf? Schwierig wieder, ne? Wenn ich jetzt noch zwei nach oben gehe, dann habe ich nur eine Raumhöhe von 2. Das gefällt mir eher weniger. Das heißt, wir werden dann hier an dieser Stelle mit diesem Baumaterial weitermachen. Weil da habe ich gerade noch ziemlich viel von übrig. Und ich möchte das ein bisschen abheben von dem da hinten. Von dem anderen, was wir gemacht haben. Genau. Muss natürlich hier das ganze Gebüsch weg. Ach, egal. Ich habe überlegt, ob ich das wirklich möchte, aber besser ist das. Genau, so. Kann ich das eigentlich, warte mal kurz gucken, kann ich hier nochmal runtergehen? Natürlich, wenn das ganze Gestrüpp weg ist, logisch. Wir haben gesehen, was das gerade für Probleme gemacht hat, ne? Ist auch besser, wenn wir das dann halt halb komplett wegnehmen. Kurz gucken. Ach, Wunderbärchen, das funktioniert ja 1A hier. Genau, jetzt eigentlich kann ich dann schon mal das vorbereiten. Denn es kommt ja hier noch der Geländerschutz ran. Ne? Ja, auch hier fehlt er nämlich gerade noch. Und das geht einfach nicht. Das Sicherheitsrisiko ist zu hoch, als dass wir uns das leisten können. Da fehlt mir jetzt Holz anscheinend. Na gut, ist es nicht so der Kummer. Wir haben ja hier genug Holz, was noch weggerodet werden muss. Da können wir uns ein bisschen was von holen, würde ich sagen. Ne? Ja, doch, das passt schon. So.
Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Gucken wir noch mal so ein bisschen rum. Ich muss sowieso hier hinten Holz schlagen. Ja, schön getarnt. Hier geht der Weg hoch. Und da kommt dann die Aussichtsplattform mit. Ach, das wird so herrlich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich hier die nächste Botschaft hinhaue, wäre das dann zu engmaschig hier das Ganze? Ah, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, diese schwierige Entscheidung werde ich erst beim nächsten Mal fällen. Oder beim ja, genau, da macht schon die Sprache nicht mehr mit. Also beim übernächsten Mal eventuell. Je nachdem, wann wir halt mit dem Baumhaus fertig sind. Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle schon mal für heute. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.